Schau mal, hoch zu uns, nicht seitlich. Hoch zu uns geht das alles. Gut, ich kann mal noch hoch zu uns bauen, das ist kein Problem. Ja, das Ganze alles hoch zu uns. Dann bauen wir das halt nochmal eine Etage höher und bauen dann nochmal ein paar Thruster noch. Also dann brauche ich nochmal insgesamt... Das ist jetzt schon fertig gehabt, oder? Ja, komm, lass uns. Jetzt haben wir es eh schon gemacht. Ja. So, hier kann man rein ins Schiff. Alter Schwede, hey. Geld ist. Da passt auf jeden Fall noch ein Generator rein, ja. Ja, und wir brauchen den 100%ig und überhaupt einen Dritter ausreichen. Ich hab so Angst, wir schmeißen das Ding an und alle Generatoren explodieren, weil sie 500% überlastet sind. Oh Gott. Ich kann mich so ein, Fabi. Ich hab Angst. Ach was. Ich schieß den Dock jetzt kaputt, der hat schon. Das wird schon schief gehen, klar. Lass das Wort schief weg und mach grad raus, dann passt mir das eher an der Kram. Wobei, ja, könnte man das eigentlich im Aussatz rundkriegen, das wäre eine Idee, das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Nein, ich wollte dich doch gar nicht. Ich brauche dann jetzt aber nochmal 3, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 11, 11, 11. Steuert, hey, hör mal auf mit so Zahlen, ich weiß, was du sagen willst. 14. Also, Material ist 20 Thruster mehr nochmal dazu. Bitte? Also nochmal zu denen, wo ich gebaut habe, schon mal 20 dazu. Aber hast du eine Macke oder sowas? Ah, nee, aber. Hat einer in den Kopf geschissen oder so? Aber. Wie Thruster willst du? 20? Aber von den Großen. Also von den Fetten. Die, wo deine Mutter ficken. Oder findest du es dann doch ein bisschen zu viel Schuh? Wir können die auch weglassen, aber du hast gesagt, wir sollen hochbauen. Hey, du hast gesagt, wir sollen hochbauen. Wenn wir hochbauen und da nichts drin ist, dann sieht es aus wie ein Sportauspuff bei einem 60 PS Auto. Mischu, dass du uns auf. Ja, ich baue dir das. Also, ich bin nochmal 20 Thruster, Herrgott, verfickte Scheiße. Erst muss man meckern. Und dann wird gefegelt. Oh. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Du bist ein Mechaniker, nicht ich. Welche denn? Die normalen, oder? Was? Wieder. Welche? Welche Thruster? Nee, die schon die linke. Ja. Ja? 20 Stück davon nochmal zusätzlich. Brauchst du einen Taschenrechner zum Ausrechnen, was du an Elektronik brauchst? Lass jetzt einfach mal laufen, wie viele da rauskommen. Ich glaube, das reicht hinten und vorne. Alter. Hab ich gesagt, dass ich nochmal 3 Generatoren will. Und 2 Fuel Tanks. Was will noch alles? Pff, das ganze Ding muss ja mit Strom versorgt werden. Ich mach jetzt schon mal 100 Electronics, weil die werden wahrscheinlich 100 Metal Komponenten. So viel zum Ding. Ganz ehrlich, das Ding ist doch verschissenes Capital Schiff später. Eben kann ich überlegen vom Spiel. This ship is too big to leave the planet. Ja, das wird abheben, das Ding. Oh ja, also das hat mega Schub. Das wird mega Schub. Wobei, du brauchst gar nicht so viele Thruster bauen. Wir können auch vorne Kanone einbauen. Dann brauche ich nicht ganz so viele. Dann kannst du nochmal 9 Stück abziehen. Also anstatt 20 nur 11. Dann können wir nicht vorne, wo anstatt die anderen 3 Thruster drin wären, können wir herkommen und Rakete und wo ist meine Laser-Rifle? Wo ist denn der Penner? Oh, ich merke schon, ist es wieder schon so spät, werde ich heute wieder mal schnell gehen. Lalalalalalala. Mami! Hilfe! Was ist denn? Du Wichser! Fuck der Drecksack! Los, schieß doch dahinter! Ah, oh, du hockst in der Fuel Tank, du bist ein Bastard! Ich kann dir nichts antun! Wenn ich jetzt schieß, dann zerstöre ich alles in unserer Base! Jetzt komm, hör auf! Wir können hier nicht rumfallen, das sind Fuel Tanks, wenn sie in Luftjagd sind, beide voll! Dann war's mal das Schiff! Glück gehabt, ey!
die Minigun nicht geladen habe. Apropos Minigun, ich hab mir wieder was fresse. Was denn du jetzt? Bright Bruster hat er schon, stell dir mal das vor. Das sieht alles recht human aus, noch könnten wir es da haben, nur Motoren und langsam ey. Ja, das glaube ich. Oh, wir brauchen hier Energie bei unserer Oxygen Station. Die ist empty. Und Purified Water genauso. Wo geht's eigentlich nochmal hoch? War denn die Treppe? Hier war doch mal eine Treppe. Wo ist die Treppe? Hä? Da, hier. Na gut, wir haben ja nochmal welche. Ah, ich fühl mal kurz auf. Aber wir sind noch von da drinnen runter, komm mal. Wir gehen doch einen Weg runter. Genau, der hier. Ach. Hä? Ach, du hast da hinten nochmal was nachgebaut. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich hab die andere gerade angeguckt, unsere erste, die wir bauten. Ja. Da hast du nochmal welche nachgebaut. Ah, jetzt geht. Aber der Generator im Wasser ist eigentlich relativ geil, der ist schon mal gekühlt. Richtig. Haben wir auch da. Oxygen Tanks haben wir jetzt viel. Da haben wir jetzt 125. Wir sind jetzt bei 6 Thrustern. Glaubst du, das reicht aus, was wir da haben? Also, wie gesagt, ich brauche dann nur 11. Das reicht. Ich höre schon wieder Viecher. Warum höre ich Viecher? Weiß ich nicht. Da bist du. Ja, komm doch zu mir, komm doch. Ja, komm. Probier doch hier hochzukommen, du Pfeife. Aha, aha. Fotze! Kommst hier nicht hoch. Und ich komm darüber. Parish Time 237 Stunden, ja danke fürs Gespräch. Oh ne, das war ich jetzt eigentlich nicht. Machst du gerade wieder Mittagessen? So, wo ist denn die Thrusterline? Nee, das rennt weg, Leute. Oh, rennt doch nicht weg. Och, Mann. Rennt weg. Wo sind die restlichen Thruster? Hast du nur einen welche produziert, oder? Ja, ich glaub so, was das Zeug an, was die Thruster an Zeug schlucken. Viel? Nö. Achso, du willst die Thruster jetzt haben. Ja, ja, ich wollte gerade herkommen. Hast du schon? Ich habe schon zwei raus, ich will gerade ein bisschen Elektronik-Scheiß reinschmeißen. Und das will ich reinhauen. Und bitte das. Schön. Im Container drin. Okay. So, das fällt noch schnell, ja. Ich brauche eigentlich nur noch zwei Stück, guck, dass dann der Rest abbrochen wird. Erstmal. Generator ist auch fertig übrigens, ne? War eh bloß noch einer zu machen. Entschuldigung. Ich wollte ein Lied werden. Kein Thema. Passiert. Im Eifer des Gefechts. Im Eifer des Gefechts. Motoren fehlen mir. Motoren. Wie das nur? Motoren, wer kommt nicht hinterher? Steck mal Generator und Thruster da rein. Yep. So. Gut. Ich brauche noch 2, 5 Stück auf jeden Fall. 5 Stück mindestens. Das CS-Modul ist ja genug. Ja, da, ja da habe ich schon 4 Stück. Das reicht für das Megaschiff. Der ist schon wieder da. Wir werden so drauf gehen. Drauf gehen. Leute, wir werden so drauf gehen. Oh ja. Da merkt man, wo er herkommt, aus Deutschland. Totaler Krieg. Alles übertrieben groß. Totaler Krieg. Papp. Na. Totales Schiff, meine ich, sorry. Oh, ist das. Die Orbe, die Ecke, die ich hier noch gesetzt habe, die kann ich doch noch abrunden, hätte ich gedacht. Was kann ich machen?
Hat nur die Hälfte verstanden. Hier oben auf deine Flügel habe ich in der Kamera nochmal so Holeblocks langgezogen und dass man die abrundet oder aneckt, dachte ich mir. Ja. Ne? Können wir mich dran. So, ein letzter Thruster ist fertig. Der vorerst letzte Thruster, aber ich brauche noch welche für die Richtungen und so, scheiße. Mir ging es ja erstmal um die Thruster, dass man vorwärts kommt, ne? Vor und zurückkommen. Und die für links und rechts und hoch und runter brauchen wir noch. Du verstehst meine Bredouille? Nein. Okay. Hätte mich auch gewundert. Wenn mich überhaupt jemand versteht. Aber ganz ehrlich, ich behaupte mal, wir brauchen auch so viele Thruster, weil das Ding wird asozial schwer sein. Das Ding wird richtig asozial schwer sein. Also, ich glaube, meine 20 Tonnen, 35 bis 40, glaube ich, gerade eher. Ah, cool, kurz vorbeigelaufen, Aktien schön aufgefüllt, läuft. Den kurz was anderes produzieren lassen als das Baustopp. Ja, ja, kein Stress, du, kein Stress. Und mal um Rundungen. Wo willst du Rundungen haben? Bitte was? Wo willst du jetzt die Rundungen haben? Achso, da wo die Flügel links und rechts rausgehen. Huch, wo bin ich jetzt hingletscht? Gut. Sehr schön. Zip. Dann gucke ich mal nach den Oxygen Tanks. Bei den Flügeln auch. Bitte? Alter, wo bin ich denn jetzt hingeglitscht? Ja, das Problem hatte ich auch schon. Das Problem hatte ich leider auch schon. Oh mein Gott, Leute, also ganz ehrlich, wenn ihr denkt, das ist ein bisschen zu strange für die Welt, aber links und rechts, wo ihr jetzt seht, wo diese drei Thruster sind, da kommt drüber noch Waffen, MGs oder sowas ran. Genau, das habe ich mir vorgestellt. So sieht's geil aus. So sieht's geil aus. Willst du die Rundung lieber oben drauf haben oder seitlich rechts daneben? Jetzt da bei dem, Mach mal wie selber besser, wie's ja, guck mal kurz rüber. Oben oder unten? Ich hätte eher gesagt, macht auf die Front eine Spitze noch, und wenn es länger wird, ist ja auch egal. Weißt du, dass es vorne spitz zusammenläuft und wenn es dann länger wird, ist ja egal, aber ja, Hauptsache, dass man vorne so gesehen Dreiecken. Und dass aber die Thruster und die MGs noch Platz sind zum Rausballern und Feuern. Was? Du machst jetzt unter Dreieck noch? Also, okay, es im Grunde nach vorne komplett spitz zusammenläuft. Also, ja, ja, ja. Du weißt, wie ich meine, genau. Also, es aussieht, jetzt wird spitz zusammenlaufen, natürlich halt noch logisch und so. Glaube ich, weiß, was du dir wünschst. Ja, ich möchte das Ding nicht mal unter Strom setzen, weil wir echt viel zu wenig Material an Bord haben, um zu sagen, ist das Ding überhaupt von unten abgestützt? Ja, okay, unten können wir nicht mehr abstützen, wie jetzt so ist. Außer ich. Scheiße. Und die Werft hier, ohne Witz. Oh ja. Und ich schütze gerade mal die Werft kurzerhand ein bisschen ab. Na, komm noch ein bisschen tiefer. Also ich verstehe, also ich glaube, ich verstehe, dass wir so Jump Cuts machen, weil das ist nicht mehr tragbar für uns, dass wir euch dieses lange Prozedere antun. So, was ist das so vorgestellt? Warte. Genau so. Und vor allem hast du noch ein 3D gemacht, sogar besser, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe. Oder du hast zwar seitlich und von unten und von oben, das sieht geil aus, das gefällt mir. Ändere noch was. Okay. Ich guck mal ab. Dex, don't do it. Dum-ba-dum-ba-dum, do it. So, das ist. Oh, die Musik muss hier lauter drin. Oh, die Baumusik, die ich jetzt brauche. Die Baumusik, ja, oh nein. Das, yeah! Da krieg ich eh keine Probleme mit der GEMA. Mach doch mal ein Bot an, dass die Leute mal hören, woher die Musik nee, kommt. Nee, das ist kein Problem mit der GEMA, aber.
Oh, ja. Dürfen wir nicht vergessen. GEMA, ganz erbärmliche, missratene Arschlöcher heißt es übersetzt. Motoren brauchen wir dafür. Hast du das eigentlich gewusst? Ganz elendige, missratene Arschlöcher heißt es. Die GEMA nicht. Ja, das sind so. Halt von den Idioten nix. Von dem selbsternannten Schrotthaufe da. Ja. Wo illegal eigentlich arbeiten? Ja, im Grunde. War das richtig. Die GEZ oder? Auch die arbeiten. Sowohl illegal als auch, sagen wir mal so. Sowohl als auch. Sind ja privatisierte Steuern. Ja, genau, das darf es nicht geben eigentlich laut dem Grundgesetz. Aber hey, verratet's keinem. Das könnte nur dazu führen, dass unsere Politiker noch schwerbehinderter werden. Schwerbehindertenmodus aktiviert und befliegt, weil ihre Scheiße fliegt. Ich bin so kaputt im Kopf. Ja, ja. Aber ich bin in der Regierung. Ich bin auch die Regierung und bin grenzdebil. Mein Name das ist. Das ist wie bei Simpsons. Szene, wo beim Präsidenten war im Film. Okay. Wo der Arnold Schwarzenegger verarscht im Endeffekt nicht so. Ja. Ich will jetzt die Nummer 3. Ja, ihr genau. Ihr habt es mir nicht gewählt, um zu denken, sondern um zu lenken. Also nehme ich jetzt die Nummer 3. Ja, vollkommen korrekt. In diesem Sinne, Prost. Prost. Ah, schon wieder leer. Schon wieder? To that note? Der Teil hat ein Loch. Das Ding hat echt Durchfluss. Ich weiß nicht, ob das original ist, ne? Da voll die Werft hier. Apropos Werft, scheiße, jetzt mal nach meinem Schiff gucken, ob das überhaupt noch Saft hat. Nein, nicht. Ja, ich glaub's nicht, gar nicht mehr. Oh doch, das läuft noch. Ein Fuel-Tank ist leer, der zweite geht so. So, was hast du rausgespuckt? Dann kannst du noch Crush Zone produzieren, wenn du schon dabei bist, mein Kollege. So, du machst eh keinen Schiss mehr. Also, ich habe noch ein bisschen arg viel Eisen für dich. Ja, ja, schmeiß nur Eisen. Ach ja, das letzte Eisen, was wir abgebaut haben, war eins der Größe 10. Das nächste war eins der Größe 11. Und wir haben schon recht viel wieder verarbeitet von dem ganzen Schüsselverdissel. Ich hab's mal in den Dings reingeschmissen. Ach, jetzt guck mal hoch, so hab ich's mir vorgestellt. Im Boden. Ja, so gefällt mir das. So sieht's geil aus. So sieht's sehr, sehr geil aus. Ich bin im Schiff. Gott, wenn das Ding abhebt, Mann, ey. Ganz ehrlich, da reiche kein Fuel Tanks mehr. Kein 4 Stück. Schon geil. Also, das sieht schon. Das wird schon mächtig. Boah, jetzt kommt auch noch Linkin Park. Jetzt wird's echt krass. Es wird so ein bisschen arg Porno, meinst du nicht? Radio. In private Radiosender. Ich habe ja gezahlt für den Bot. Also ich mache jetzt mal das Spaceship aus. Nee, darum geht's ja nicht einmal. Es geht einfach darum, dass du erstmal die GEMA frage darfst, ob du das kommerziell nutzen darfst und sage die so, nein, das du nicht. Du kannst ja damit Geld verdienen. Und das möchte mir haben, das verdiente Geld. So ungefähr. Elendige. Piep, 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 piep. Da fällt mir so ein Lied ein von Slipknot, das heißt One More Time, Motherfucker. Ich weiß aber gerade nicht, was ich das in Verbindung bringe. Ich habe irgendwas im Hinterkopf gerade mehr, ich weiß aber nicht was. Ach ja, das ist jetzt wieder so alles so lieb und nett und One More Time, Motherfucker. Ach, wir sind ja in Deutschland, da ist das normal. Dort, nein. Komm, das brauchst du mal ein paar Kabels. Wir haben eine Frau in der Macht, also was willst du denn da groß erwarten? Selbstmord. Kriegt da eh nichts auf die Reihe. In der Regel schon. Dä. Was gerade so in der Regel schon. Oh, fuck mal das. Wenn die das jetzt angucken. Ja und? Da sage ich nur wieder eins dazu. One more time, motherfucker. Das ist echt ein Häuschen von Slipknot, doch, das gefällt mir sehr gut. Oder Here We Go Again, Motherfucker, ist auch geil. Oder Heretic Anthem. Heretic Anthem passt im Grunde eigentlich am besten dazu, weil Heretic Anthem heißt im
grob übersetzt eigentlich, aber wahrscheinlich auch direkt übersetzt, jubelt dem Ketzer. Ja, das passt wirklich, ja. Doch, ich denke, das trifft eigentlich so ziemlich den Penis auf die Muschi, Kopf, Nagel auf Kopf, so rum. Ich verwechsel das immer. Apropos, ich könnte eigentlich hier noch ein paar Dings vertragen. Fury Tangies. Ja, die waren hier. Der scheint gerade ein bisschen übertrieben, was ich hier mache, kann das sein? 20 wollte ich eigentlich jetzt nicht bauen von der Thruster. Das ist doch ein bisschen gespannter. In the end. Ah, baut er eh nicht, okay. Ja, ein gutes Lied. Oh Gott, also Linkin Park war so eine hammergeile Band. Mit ihrem. Hast du mal das neueste Album von denen gehört? Nein. Das ist mal von, seit langer Zeit, weil die letzten Alben waren alle nur Schrott. Album, wo ich sagen kann, okay, das kann man mal wieder hören, weil das, da kommen sie irgendwie zu alten Wurzeln zurück. Schön, harter Gitarrenrock, typische Rap von Mike. Okay, das finde ich sehr geil. Vor allem. Also, da waren schon Lieder dabei, dachte ich mir so, das ist doch nicht Linkin Park. Das ist Linkin Park vor 10 Jahren. Ja, vor allem muss ich eins dazu sagen. Die haben so einen arschgeilen New Metal bis jetzt immer gemacht. Also, da wirklich Chapeau davor. Also, boah. Limp Bizkit, Linkin Park waren eigentlich die. Die Koryphäe, was eigentlich gerade New Metal betraf, sehr, sehr geil gemacht. Der Mix hat gestimmt, eigentlich alles eikalt, aber trotzdem laut dieser Husch-Richtlinie, wo man sagt, natürlich muss ich so und so anhören, trotzdem immer noch. Eigene Klang. Immer noch, genau, immer noch hast du die Charakteristik rausgehört. Und das finde ich an Musikern so ungeheuer wichtig, dass du immer noch raushörst, so, hey, die Stimme, das ist zum Beispiel. Corey Taylor, der singt gerade bei Stone Sour, aber ist der gleiche Sänger wie bei Slipknot. Ja. Viele mögen jetzt erschrocken sein, aber. Er hat ja tatsächlich sein Stone Sure Image auf Slipknot übertragen und hat ein richtig gutes Album jetzt immer dadurch. Ja. Allein schon das Lied, was ich da, also das erste Lied, was ich gehört habe, was im Grunde schon ein bisschen fast skandalös sein mag, war aber Proof Glass. Und ich muss sagen, ich habe gewusst, Corey Taylor hat eine sehr, sehr beruhigende Stimme, muss man dazu sagen. Aber das Chapeau davor, da können sich sehr, sehr viele Künstler im Pop oder sonstigen Bereich sehr große Scheibe davon abschneiden. Dafür, dass es jemand ist, der sich eher auf Shouting spezialisiert hat, aufgrund der Death Metal Band Slipknot, hat er eine viel cleanere Stimme wie manche andere Popsänger. Ja. Überlegen, die ganzen Rockbands schreiben die besten Balladen, das ist so. Ja, Alter. Hey. Hast du je von irgendwelchen Pop oder Disco oder weiß der Geier was eine richtig gute Ballade mal gehört? Selten, wirklich sehr selten. Das sage ich allein schon, das bekannteste, was wahrscheinlich so ziemlich jeder kennt, Metallica, Nothing Else Matters. Richtig. So. Wobei ich sagen muss, ich finde One besser. One ist allerdings vom Text und vom Gedanke her ziemlich hart. Ja, Vietnam und so, ne? Yep. Aber die haben eine komplett richtige Richtung angesprochen, muss man gleich dazu sagen. Wobei, wir probieren es erstmal mit einem Thruster. Die Seitendüsen machen wir erstmal mit einem Thruster, vielleicht reicht der. Probieren geht über Studieren. Alter, das ist ein Monster. Gell? Rein theoretisch. Wenn sie kann das Ding nicht mal. Ja, wenn, genau, wenn sie überhaupt abheben kann. Ja, aber wenn es abhebt. Ne? Ja. Es hebt ab. Rein theoretisch könnten wir ja in der Mitte die drei Streben wegmachen, das Ding gerade absetzen auf die Triebwerke, oder? Theoretisch. Dann könnten wir unten rankommen. Könnte man im Grunde machen, da kommen wir von unten ran, das ist richtig, das ist eine sehr gute Idee sogar. Kannst du aber vielleicht, wenn es geht, nee, ohne Risch keine Rundung mehr, nah, das sieht scheiße aus. Nee, lass es so, wie es bis jetzt baut hast und sieh es einfach weiter. Nee, ich dachte, dass unten das vielleicht auch noch ein bisschen runter machst, aber wenn du das machst, dann sieht Triebwerk. Ja, das sieht dann. Das sieht aber dann nur bollig aus, so richtig so. Ich bin 1,50 Meter groß mit 300 Kilo. Naja, rein theoretisch, ich könnte schon noch runter machen, so ist es nicht. Nee, aber das wär ein bisschen zu strange.
So, mal gucken, wie viel Thrust wir jetzt noch brauchen. Rechne ich mir gleich mal aus, nachdem ich den letzten installiert habe. Ich glaube, den gibt es eh nicht mehr gerade. Können wir eh gerade nicht bauen, kann das sein, weil ein Motor fehlt. Jeps. Drei. Fünf. Was für eine Werft, ey. So. Obwohl ich die Idee echt nicht schlecht finden würde, da noch ein Mittelding reinzumachen und so Halbrunden. Mir könne. Oh! Die Seite ist mir nicht rund genug. Das. Können wir auch noch. Ich habe eine Idee, die könnte allerdings in der Praxis extrem fehlschlagen. Und zwar machen wir die Düse, die nach unten wegstrahle, unter ran. Dann kannst du dieses Teil an der Seite, wo die ganze Düse dran hockt, komplett abrunden. Was hältst du denn davon? Hier. Genau, daran. Aber wieso, du machst sie hier rein, hier rein. Hier setze ich eins ran, hier setze ich eins ran und dann runde ich das komplett ab. Meine ich ja, dass man das... Kein Ding? Hä? Doch kein Problem. Ja, meine ich ja. Dass man dann die... Da machen wir zum Hochsteigen, machen wir links und rechts jeweils zwei Düse erstmal, vorläufig. Ich hoffe, das reicht. Viel mehr dann. Und dann kommen wir mal her und stütze das Ding erstmal von unten ab, dass wir den Unterboden machen können. Oder wir machen erstmal aus, wir stützen es komplett ab, machen den Unterboden fertig, weil daran kommen wir daran kommen wir immer noch hin. So. Das heißt, wir stützen es erstmal ab, also wenn wir im Grunde eigentlich soweit fertig sind. Und mache dann erstmal den Unterboden fertig und lasse es dann auf den Boden absacken. Alter, du hast einen Knall. Ohne Witz. Aber du weißt, was ich meine. Was? Gell, das Ding ist innen drin komplett, also ganz ehrlich, da musst Das ist mit Abstand ein richtiger Panzer, ohne Witz. Da kann hinten vom Capital einschlagen, das juckt das Schiff nicht. Scheiß. Mann, die treffen dich doch eh nicht, die sind eh nachher so wendig und agil und brauchst du aber, Frage, brauchst du aus zum Essen? Reden wir jetzt von Spiel? Spiel in-game, ja. Nett, okay. Wieso hast du schon wieder Hunger? Echt leichtes Bauchkribbeln fängt schon wieder an. Ja, okay, ist kein Thema, es gibt ja immer eine schöne TK-Salami-Pizza. Und ich hab italienisches Pizzagewürz da. Originales italienisches Pizzagewürz. Alter! Das musst du drauf haben. Scheißegal, was drauf ist, du isst. Sehr, sehr geil gemacht. Klar, ist natürlich getrocknet, bla, etc. Abgepackt, aber hey, boah, Leute, leg mir um euch, du! Kinder Martin! So, wartet mal. Ich war bei den Thrustern beschäftigt. Ich überlege schon mal, diesen Schissbau nicht als Sonderfolge rausknallen, aber das wäre schon wieder fast ein bisschen strange. Also wir haben jetzt die ganze Base so umgebaut, dass es eigentlich eine riesige Werft ist. Muss man ehrlich sagen. Das ist jetzt momentan eine ganz große Werft. Oh, ich kann meine zwei Fuel Tanks noch ranbringen. Das habe ich ja schier vergessen. So, let's look. Ah, die sind fertig. Dann kann ich meine Thrusties bauen. Old play. Na, warte mal. Wir brauchen... Alter, da kommen gerade die Klassiker, Mann. Das ist der Hammer, ey. Eins, zwei... Noch einen für die Seile und zwei für unten oben. Okay, ich hoffe, das reicht, was wir jetzt alles da gebastelt haben. Ich glaube es zwar gerade nicht, aber egal. Also es sieht doch unserem Schiff sehr ähnlich. Doch, muss ich sagen, hat eine gute Ähnlichkeit. Klar, alles kann ich das nicht nachbauen, aber es sieht schon ziemlich geil aus. Die Triebwerke hinter wären natürlich episch, wenn du vom Capital Schiff da reinbasteln könntest. Ah! Arsch müssen wir halt noch so machen. Dünn werden hinten. Da sind die Triebwerke 1. Das ist nur ein Triebwerk hin? 2, 3. Was ist halt hinten insgesamt 9 Triebwerke? Nee, Quatsch, 12 Triebwerke hinten. Boah, da oben, ja. Das hat 12 Triebwerke. Also ich glaube, der Schub reicht aus. Das Ding ist hinter noch zackig unterwegs. Ah, du musst halt noch den Arsch machen. Da müssen wir. Ja, den Arsch kümmern. Guck mal. Hier liegt das schon drauf, das Schiff. Hier liegt es noch nicht drauf. Ich hab Schiss, wenn ich jetzt den wegmache, dass der da runterhakt. Ja, deswegen würde ich es erstmal kurz lassen. Deswegen ist mein Gedanke, lass es uns hier an den Seideflügel abstützen. Ja?
Also, lass mal, warte, ich zeig das mal kurz, dass wir im Grunde herkommen und. Also, warte, Chatback. Jetzt ist es an, ich brauche nur den Schub. Oh, warte mal, ich rufe an, wir sind gleich wieder da.